Willkommen zurück zu Let's Play The Return of Link. Ja, wir sind hier stehen geblieben in diesem Raum. Letztes Mal ist der Wintercraft leider abgestürzt. Und das Rätsels Lösung war die 4, weil irgendwie die eine Zahl der Reihe vorkam. Was weiß ich, was die da mit Reihe meinen. War ein bisschen undefiniert, weil eine Reihe ist im mathematischen Sinne kann sehr viel sein. Deshalb, ja. Aber egal. Ich meine, wir haben das Rätsel-Lösung jetzt ja rausbekommen irgendwie und von daher, darum geht es ja eigentlich, wahr? Ah, das Wasser verschwindet einfach. Okay. Naja, trotzdem eine ganz nette Idee. Der Schalter war halt ein bisschen fies versteckt und was auf der anderen Seite, das ist doch bestimmt auch was. Aha. Ein blauer Rubin. Ich habe schon mit einer Fee gerechnet, aber nein, nur ein blauer Rubin. Schade. Wobei ich die Feen ja ähnlich sammle, also. Wenn wir zufällig alle 20 finden, dann meinetwegen, aber. Gehe nicht davon aus. So, das ist bestimmt ein Kampfraum. Ja, was zum Teufel? Was ist das denn? Ja, wo kann ich stehen? Überall, oder was? Okay. Warum habt ihr Frosch-Sounds? Das klingt jetzt voll witzig. Nice. Ich war eigentlich in meinen anderen Saves, also in meiner Map war ich schon lange nicht mehr dran. Ne? So, warte mal. Kann ich mal abkratzen, wie viel Leben hat die? Hallo. Bisschen übertrieben, oder? Aber coole Idee, dass dann der Boden zu Lava wird. Erinnert so ein wenig an den Wassertempel, finde ich. Weil da gab es auch diesen einen Raum, der so interessant aussah. Ah, jetzt sieht man auch wieder oben, was noch erscheint. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurücklatschen, oder was? Dum, 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 dum. Also sorry, dass ich die Musik jetzt so leise gestellt habe. Ich weiß, ihr werdet sie im Video wahrscheinlich kaum hören. Aber ich muss sie einfach leise machen. Ja. Und was höre ich hier? Ich höre schon wieder welche Knochenspinner. Was ist das hier? Ah, der Shortcut. Hätte ich den mal früher aktiviert. Da kann keiner wissen, dass hier ein Shortcut kommt. So, ah ja, da vorne ist auch schon das Ding, wo wir hinkommen können. Hau ab, du Frosch. Ziemlich witzig, dass diese Sounds machen. So, was? Da brauche ich einen Key. Ach, den habe ich sogar. Keine Ahnung, woher ich den habe. Aber ich hatte scheinbar einen im Inventar. Damit kommen wir jetzt zu diesem interessanten Schwarz-Weiß-Raum, der weiter unten war und ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfallen, das war Fail. Egal. Mann, warum kommt diese blöden Frosch-Sounds? Und irgendwie buggt die Musik ja extrem rum in diesem Dungeon, weil die Musik kommt nämlich schon wieder nicht. Keine Ahnung, irgendwie gibt es da ein Triggerproblem oder so. Weiß ich nicht genau, aber... Fakt ist, dass die Musik nicht kommt. So, ja, ja, das sind die ganzen Bombendinger. So, kannst du mal ab hier. Geht auch. So, ja, schade, dass die Musik nicht kommt. Ich mag's eigentlich. Also, die Musik ist nicht schlecht. Sie gibt eine schöne Atmosphäre hier rein. Und das ist wahrscheinlich ein Zwischenbossraum, oder? Hallo, Link. Ich spüre schon regelrecht, wie sich mein Siegel lockert. Nicht mehr lange. Und du wirst mal ganz nachts am Opfer fallen. Ach, das sagt Ganondorf. Aber warum warten, wenn ich dich schon jetzt vernichten kann? Was? Ist das Ganondorf? Sieht nicht so aus. Ich mach kurz einen Prozess mit dir. Es war das letzte Mal. Was? Es war letztes Mal nicht deine Stärke, die dir zum Sieg verholfen hat. Sondern lediglich meine Überheblichkeit. Okay, überhielt euch mal passt zum Gendorf. Das wird mir kein zweites Mal passieren. Schau dich gut um. Ja, was willst du von mir? Du siehst mich gar nicht, du Depp. So. Gibt's irgendwo einen Hebel oder was? Wenn mir schon gesagt wird, schau dich gut um. Weil den Spinner kann ich doch bestimmt nicht besiegen, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Zurück kann ich auf jeden Fall nicht. Die Musik ist so cool. Beste Kampfmusik immer noch. Also ich sehe hier keinen Schalter.
Aber warum wurde mir dann gesagt, schau dich gut um? Wollen wir den Deppen umbringen? Kann doch gar nicht sein. Ich probiere ihn mal zu töten. So, komm her. Oh, bist du ein Gro, ne? Warum machst du Gro-Sounds? Der macht echt Gro-Sounds. Oh, wenn jetzt seine Gro-Sounds macht. Hallo, wo ist der Boomerang? Drecksding. Aber wie gesagt, Schalter sehe ich hier nicht oder so. Also ich schätze mal schon, dass man normal gegen den kämpfen soll. So, jetzt kommt der Boomerang wieder zurück. Und stunt ihn hoffentlich nochmal. Nee. Eigentlich muss man ihn nicht stunnen. Und die Fläche ist zum Glück relativ groß. Aber so direkt vor ihm, das möchte ich ihn gerne stunnen. Aber irgendwie darf ich das nicht, weil der Boomerang immer irgendwo anders hinfliegt. Danke, netterweise. So, verpiss dich, Alter. Blöder Corona, hau ab! Oh, jetzt bin ich tot, gell? Jetzt bin ich gleich tot. Ich muss ihn doch so besiegen, oder? Ja, musste ich auch. Okay, war wohl alles richtig. Die Crab, noch ein Leben. Für den Moment magst du gewonnen haben, Link. Aber freue dich nicht zu früh. Ja, komm halt die Fresse, Ganondorf. Du bist und bleibst ein Opfer. Das war nur ein Vorgeschmack von dem, was dich erwartet. Bist also nur noch, ja, bisschen Asche oder so. Okay. Ah, jetzt gibt's Bomben, das war klar. Was? Oh, dammit. Oh, dieses Skript ist so kacke, Mann. Dann lass doch die Bomben wegwerfen. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich. Oh, jetzt habe ich keine Bomben, Mann. Wisst ihr was? Ich cheat mir jetzt die Bomben. Das ist mir scheißegal. Man hat ja eigentlich 10 Bomben gerade bekommen, also bitte. Wenn das Skript so schlecht ist und die Bomben einfach wegmacht. Ich wollte halt die Rubinbörse oben in so ein Feld reintun, halt. Da. Aber dann lass ich das bleiben, wenn dann meine Bomben verschwinden plötzlich. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr wegen diesem Bug des Spiels im Laden von Rubinen mir Bomben zu kaufen. Nö, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein, wenn das Spiel hier rumbuggt, dass ich mir dafür dann was kaufen muss. Und meine Rubine dann verbrauchen muss dafür. Nee, Freunde, so fangen wir gar nicht erst an. So, was ist das denn jetzt hier? Ah, ich sehe schon, das ist wieder dieser Scheiß mit den Bomben und Boomerang, was ich so richtig gar nicht kann. So, pass mal auf. Oh, ich hab's noch mehr verlernt, als ich eh schon das nicht konnte. Das ist so crap, ich hasse das. Oh, was ist hier? Ah. Das ist wirklich so eine Scheiße, da musst du so richtig dumm... Ich hasse es wirklich. Das ist so kacke. Es gibt doch Bombenpfeile dafür. Mann, das ist so ein Scheiß. Das ist so ein Scheiß. Da musst du genau richtig timen. Das ist so ein Dreck. Okay, ich hasse das wie die Pest. Alter. Vor allem, wenn man nicht so viele Bomben hat, ey. Man braucht doch die Bomben für den scheiß Dungeon. Egal, ich lasse es erstmal aus. Vielleicht ist da ja noch eine Fehler hinter oder so. Dann scheiße ich da drauf. Ich habe echt keinen Bock, meine ganzen Bomben für diese Kacke da zu verbrauchen. So, was ist hier zum Beispiel? Aha, ein paar mehr Bomben. Das ist schon mal gut. Ich brauche Bomben, nämlich. Also. Ah, ich glaube, man soll die Idioten da hinten töten. Deswegen gibt es hier so viele Bomben. Weil soll wieder diesen tollen Boomerang-Trick machen und zwar die da reinwerfen. Aber das ist nicht so schwierig wie das andere, finde ich. Weil, weiß nicht, da musst du dich ganz genau treffen. Und so, du triffst die Deppen noch ziemlich gut eigentlich. Oh fuck, außer meinst du dumm, um die Bombe zu werfen. So, wartet. Bam! Okay. Zwei Assis sind down, einer noch. Ne, zwei noch. Jetzt kratz mal ab hier, Freunde. Hallo, abkratzen. Wie viele Leben haben die denn? Das sind Bomben. Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Wollt ihr mich verarschen hier? So. Hey, was macht der? Aha, irgendwo ein random Weg auf. Aber okay. Dann gehe ich mal zurück. Hat natürlich jetzt wie immer keine Ahnung, wo das ist. Aber egal, wir werden es rausfinden. Oh oh. Hau ab, Mann. So, ja, ich muss ein bisschen aufpassen wegen Leben und so, ne? Ihr kennt das Prozedere. So, was ist hier zum Beispiel? Ah, das war dieser Kistenraum.
Ach du Scheiße, wie viel ist das denn? Ist da überall was drin, ne? Ein Rubin? Klasse. Das ist aber auch ein reiner Troll, oder? Okay, 10 Bomben ist schon mal was Gutes. Oh Junge, was ist das denn? Es ist ein Troll, ich merke das schon, aber... Wow. Das ist so ein Troll à la Fluch von Herobrine-Stil. Stimmt, ich war mir nicht sicher, ob die Musik selbst gemacht ist oder das Twilight Princess. Ich kann auch gut sehen, dass es die Mucke von Twilight Princess ist, aus dem zweiten Dungeon. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Ah, es könnte aber sein. So. Nochmal ein Rubin. Nochmal einer. Immerhin haben wir jetzt einige Bomben bekommen. Das ist nicht schlecht. Dann kann ich diesen Quatsch da hinten im Ernstfall doch nochmal ausprobieren. Aber mit 46 Bomben letzte Woche ein Dulli wie ich irgendwann mal hinkriegen, das kaputt zu machen. So. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, Adventurecraft nochmal neu zu starten. Deswegen lasse ich jetzt diese Frosch-Sounds. Ich meine, die sind ja ganz witzig. Und sie kommen auch nicht immer. Manchmal kommen sie irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das wird ein Ladefehler. Ah, das ist dann Adventurecrafts Schuld. Kann der Lord Blue ein nichts für. So. Noch mehr Bomben. Ja, was soll ich mit den ganzen Bomben? Gut, die sind einen Scheiß da machen. Aber an sich bräuchte ich mal einen Schlüssel oder so. 60. Aber ich finde es cool, dass man so viele Bomben aufnehmen kann. Ne? Muss man mal sagen. Wie gesagt, 60 Bomben ist schon ganz schön viel eigentlich. Was ist das hier? Ey. Man soll ja aber immer diesen Bomben-Boomerang-Trick machen, das mag ich gar nicht. War ich hier schon drin? Ja, scheinbar schon. Ja, dann mache ich, ich probiere das nochmal, aber... Oh, was war das? Das wird auch nichts. So eh nicht. Mann, du Vollidiot, Link. Du solltest das gegen die Ecke schmeißen. Das ist einfach der größte Crap, ey. Das ist wirklich der größte Crap mit diesen Scheißbomben. So. Aha, vielleicht sollte man es auch sogar so machen. Ich hab's nur falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, das war so gewollt. Der Idiot macht das nur falsch. Die ganze Zeit. Gut, bei der einen Stelle war es garantiert nicht falsch. Da musste man das so machen. Aber hier jetzt nicht. So, noch ein Abgang. So, jetzt müssten wir gleich wieder beim Eingang sein. Aber das heißt, wir haben die meisten Wege tatsächlich jetzt auch schon gesehen mittlerweile. Wir haben ja irgendwo noch was aufgemacht, wo ich keine Ahnung hatte, wo das war. Das war dieser eine random, oder mehr oder weniger random Weg. Wie gesagt, weiß jetzt nicht, ob das... wahrscheinlich war das dann eher weiter unten. Weil ich laufe jetzt die ganze Zeit nach oben und da war es bisher noch nicht. Also, ja. Aber egal, da können wir schon mal die Wege von oben auschecken. Das ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich ja hier die Abkürzung und dann kann ich gleich nach unten gehen. Machen wir das so, würde ich vorschlagen. So, und da ist bestimmt noch eine Fee. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile? 10, genau die Hälfte. Also ist wahrscheinlich schon mindestens die Hälfte vom Dungeon vorbei. So, jetzt wartet mal. Jetzt schauen wir doch mal, wo ich schon war. Aber hier war ich noch nicht. Ah, das ist dann der neue Abteil, der sich aufgemacht hat. Mhm, okay. Und ich glaube, ansonsten haben wir tatsächlich auch schon fast alles gesehen. Wenn ich weiter nach oben komme, denke ich mal, wird dann... Oh Gott, was ist das denn jetzt schon? Wieder Tolles. Das macht ja richtig Spaß. Vor allem, wenn man stirbt. Egal, man ist zum Glück durch die Abkürzung relativ schnell wieder da, aber ich finde das gerade trotzdem nicht so cool mit diesen Bomben einfach irgendwie wegspringen. Das erinnert mich an den Fluch von Herobrine, an die... Du Assi! Das scheiß Skelett hat mich einfach gekillt. Und zwar richtig taktisch, das hat mich so in der Luft weggehauen, dass ich nicht an die ranken konnte. Du warst das, du Arschloch. Geh jetzt kratzt du ab hier, du Scheißkerl. So. Ja, das wie gesagt, ich wollte sagen, es erinnert mich an Fluch von Herobrine, an die eine Stelle, wo man damals, ja, auch so viel mit so einer Schaufel wegmachen musste, war das damals, glaube ich.
Oder nee, mit diesen Schiebeblöcken. Das waren damals übelst viele Schiebeblöcke. Oh nee, ey, was ist denn das? Jetzt muss man hier übelst lange rumprobieren, bis man das Richtige gefunden hat. Also sorry, aber das finde ich zum allerersten Mal so richtig kacke. Und du kannst ja nicht mal so viel auf gleichzeitig werfen, weil dann stirbst du halt. Alter, was ist das? Also kann man mir sagen, was man will, aber das ist auch nicht besser als das, was ich bei RG, ob es die Zeit kritisiert habt, auf dem Mond zum Beispiel, wo man so viel weghacken musste. Das hier ist genau das gleiche eigentlich, nur mit Bomben. Also eigentlich sogar noch nerviger. Und dann auch noch mit Random-Kisten, also weiß ich. Das hier finde ich gerade extrem schwach vom Gameplay. Feiere ich jetzt nicht so. Naja, Pookie hat den 10 von 10 gegeben in der Tabelle im Gameplay. Ja, Pookie, ich merke schon. Nee, Spaß. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich habe es schon mal gesagt. Ich weiß nicht, was noch kommt. Und vielleicht geht es noch übelst ab. Wer weiß. Wow. Kann ich nicht sagen. Aber das hier ist schon ein bisschen übertrieben langsam, oder? Also, ganz im Ernst. Jetzt weiß ich auch, warum man hier mit Bomben voll gespammt wird wie sonst was. Also, es ist schon hart übertrieben. Das müsste ich eigentlich auch im Zeitraffer machen, oder? Aber das Einzige, warum ich es nicht im Zeitraffer machen werde, wahrscheinlich ist, damit die Kritik erhalten bleibt. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Junge! Arg! Aua! Ja, irgendwie, die Bomben explodieren auch und stecken dann irgendwie andere Bomben mit an beim Explodieren. Deswegen ist es gar nicht so schlau, mehrere gleichzeitig zu werfen, habe ich das Gefühl. Come on, boy! Das ist einfach zu viel. Ey, wie viel ist das denn hier? Ich habe doch schon die ganzen Dinger weggesprengt. Ah, hier ist Schluss. Toll. Naja, schauen wir mal. Das Ende mache ich jetzt auch weg, damit ich zumindest die ganzen Truhen freigelegt habe. Und wahrscheinlich ist dann in irgendeiner Truhe dann der Schlüssel drin. So. Das reicht. Ich glaube, da hinten ist nichts mehr. Ja. Aber zumindest das jetzt werde ich einen Zeitraffer machen, denke ich mal. Also bis gleich. Okay, ich habe jetzt alle Drohungen geöffnet, wie ihr gesehen habt, aber irgendwie hab ich keinen Key bekommen. Ich vermisse einen Key. Also hier war jetzt irgendwie nur eine Fee. Und sonst eigentlich gar nichts. Das finde ich ein bisschen komisch. Also halt nur Bomben sonst. Also wahrscheinlich, weil man die hier halt braucht für diese tolle Aufgabe, aber es gibt keine Dings. Kein Key. Wie soll ich weitermachen ohne Key? Hallo, Spiel. Nö. Es gibt keinen Key, also ja, das heißt, der Raum hier war einfach nur für die eine Feder, aber das weißt du natürlich nicht. Man könnte jetzt auch noch hier oben was kaputt machen, das lasse ich jetzt mal bleiben, weil ich davon ausgehe, dass da nichts ist und ansonsten, fuck it. Ja, wir kommen jetzt erstmal nicht weiter ohne Key. Ich schaue mal, ob ich unten noch was mit Bomben machen kann, ansonsten muss ich halt dann diese eine Stelle mir oder irgendwie mal vornehmen. Vielleicht mache ich das aber auch offline und mache dann bei Beginn den nächsten Part direkt da. Wenn es geschafft ist. Weil ich glaube, das ist nicht so spannend. Hallo, ach, dieses Drecksviech, ja komm. Also ich würde sagen, die Folge ist hier. Dieses scheiß Mikro, bitte einfach mal stehen bleiben. So, die Folge ist jetzt hier beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet hier bei der Return of Link. Bis dann, haut rein.